Und heute machen wir Unicorn-Badesalz mit Glitzer, mit Bunt, mit Gerüchen. Oh mein Gott, ich werde crazy. You drive me crazy. Und bevor wir anfangen, werden heute wieder zwei Leute gegrüßt. Und heute grüße ich Tolles Schnitzel. Lecker. Kannst du mich bitte grüßen? Ich mag deine Videos. Liebe Grüße an dich, Todesschnitzel. Und dann grüße ich noch Lunas Space. Kannst du mich auch grüßen? Bitte, ich finde deine Videos mega cool. Klar, liebe Grüße auch an dich, Luna. Und zwar brauchen wir für unser buntes Badesalz ganz viele Gerüche. Ich liebe das. Rose und Vanille und Zimt und alles. Ganz einfache Lebensmittelfarben, in jedem Supermarkt und so erhältlich. Dann habe ich noch Glitzer, Löffel und Schalen und ein Gefäß. Als allererstes öffnen wir den Beutel von diesem Todesmeersalz für Todesschnitzel. Nein, da wollen wir nachher das Ganze reinfüllen. Ich mache jetzt erstmal so viel, wie hier reinpasst und dann fülle ich das in die einzelnen Schalen auf und dann geht es gleich weiter. Ist klar, Mojito, ist klar. Da war voll Luft drin. Er muss auch immer wirklich dabei sein. Er denkt auch, das ist Katzensahn. Das riecht wie Brausepulver. Das kann man übrigens auch super verschenken. Jo, fertig. Fertig ist unser Badesalz. Spaß. Hauptsache die Katze sitzt in meinem Buchstaben mit ihrem Unicorn. Ich werf's weg, er bringt's wieder zu mir. Wie ein Hund. Wir teilen das jetzt gleichmäßig auf die Schalen auf. Ich liebe so eine DIYs. Sowas kriege ich selbst hin. Denkt ihr, man kann das mal probieren? Holy shit! Ich glaube, das war keine gute Idee. Cola, bitte. Das schmeckt nicht. Und wir machen auch geschiedene Verrücksnächte, was? Verschiedene Geruchsrichtungen. Auf jeden Fall möchte ich Teerosenduft. Ich liebe den Geruch von Rosen. Ich wünschte, mein Mann würde mir mal eine Rose schenken. Aber er sagt, die kann man nicht essen und deshalb kriege ich auch keine Rosen. Es reicht, wenn man ein paar Tropfen da reinmacht, weil das so geruchsintensiv ist. Oh, das ganze Ding da rein. Aber ich mag es, wenn es noch mehr riecht. Deswegen hole ich einfach mehr rein. Singing Heidi, Heidi, Heidi. Wer ist eigentlich diese Heidi, von der der singt? Oh, geil. Wenn es Geruchs-YouTube geben würde, Geruchsfernsehen, ihr würdet so denken, ihr sitzt gerade in einem Rosenmeer. Okay, Rose. Oh, Lavendel ist auch geil. Hat er Badesalz auf Brücken? Oh, ich liebe Lavendel. Riechst du diesen Geruch? Oh, ist der geil. Vanille. Tropf. Wer kennt noch die Yap Yaps von der Sesamstraße? Macht mal einen Daumen hoch, wenn ihr die Yap Yaps noch von der Sesamstraße kennt. Es riecht hier so gut. Schade, dass man das nicht essen kann. Eukalyptus ist eigentlich ganz gut. Ich weiß, diese ganzen Gerüche zusammen riechen wahrscheinlich nachher ätzend. Bei mir ist alles möglich. Ich bin eine Zaubershow. Und das riecht einfach wie so ein Eukalyptusbaum. Das machen wir jetzt erstmal ein bisschen Glitzer überall rein. Weil Unicorns glitzern ja, Leute. Oh, wie schön. Sieht man, wie das glitzert? Das ist so schön. Das mache ich jetzt bei den anderen auch überall. Das sieht richtig aus wie Schnee. Einfach rühren, 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 einfach rühren. Ich bin jetzt eine Mischkönigin. Hashtag Mischkönigin Sophia. Hashtag Müllhorn. Dann haben wir hier das Eukalyptus. Oh mein Gott, das sieht aus wie so ein Smaragd. Oh mein Gott, ich hab's schon gefunden. Ich glaube, ich habe viel zu viel Farbe benutzt. Aber es ist so schön grün. Rose, machen wir rosa. Und man kann es eigentlich auch als Deko einfach nur hinstellen. Ich glaube, das wäre auch schon mal ganz geil. Dann nehmen wir mal lila. Hä? Warum sieht violett jetzt so grün aus? Hä? Das ist nicht violett. Verstehe ich jetzt nicht. Das ist auf keinsten violett, Leute. Was ist denn das? Steht violett drauf, voll verarsche. Es hätte so schön werden können. Tut nichts, macht nichts, soll nichts, wird nichts. Wie sagt man? Man soll immer das lieben, was einem gegeben wird. Sagen wir einfach, wir wollten schwarz haben. Nee, das ist nicht blau. Wenn das jetzt lila wird, lache ich. Unicorn Badesalz mit Froschkotze. Blau war jetzt Vanille. Blue, Pink, Grün und Froschkotze. Geil. Dann werden wir jetzt mein Glas nach und nach ein bisschen befüllen. So, unser Grasgrün. Oh, voll schön. Ja, das gefällt mir. Dann nehmen wir Blue. Und als allerletztes Rosa, wo das irgendwie schon eine geile Farbenkombi ist.
Also ich finde das super. Das wie gewollt und nicht gekonnt. So, meine Lieben. Unser Unicorn-Badesalz ist fertig, auch wenn unser Lila irgendwie schwarz geworden ist. Aber ich finde es irgendwie sehr, sehr schön und es duftet vor allen Dingen richtig lecker. Färbt einen Glück nicht an der Haut. Ja, könnt ihr ganz einfach mitmachen. Die Zutaten schreibe ich nochmal in die Videobeschreibung. Nicht vergessen, wenn ihr mir Fanpost schicken wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Die Adresse steht wie immer in der Infobox. An der Seite sind meine Social Media Sets und auf der anderen Seite meine beiden letzten Sonntagsvideos. Wir sehen uns. Ich hab euch lieb. When you came over, my heart was on its way out. I wasn't sober.